Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Manchmal verstehe ich die Beiträge nicht, wie bei meinem Vorredner. Weil, meine Güte, um was geht es denn hier eigentlich? Es geht darum, dass wir am 24. März in erster und zweiter Lesung ohne Aussprache eine Novellierung an zwei Punkten der HGO vorgenommen haben. So, der erste Punkt bezieht sich sozusagen auf ich sage mal, Verkleinerung des Parlaments, Notparlamente, § 51a. Der hat schon zu einigen Irritationen geführt. Wir haben im Innenausschuss darüber schon mehrmals diskutiert, auch mit dem Innenminister, weil es natürlich so ist, dass die Auslegung dessen, was hier dringliche Angelegenheiten sind und die dem öffentlichen Wohl dienen und keinen Aufschub dulden, auch vor Ort zu Irritationen geführt hat. Da gibt es Auslegungshinweise, aber in manchen Fällen haben sowohl die Bürgermeister als auch vor allen Dingen die Stadtverordnetenvorsteherinnen und Stadtverordnetenvorsteher da eigene Interpretationen reingebracht. Da wurde sozusagen alles dann zum dringlich erklärt und das an den Hauptfinanzausschuss zum Beispiel zu übertragen und vieles mehr. Also insofern, ich sage mal so, zu diesem Gesetz, dem wir ja als einzige Fraktion damals nicht zugestimmt haben. Wir haben uns der Stimme enthalten, weil wir schon einige Bedenken haben, kann ich nur sagen, heute sagen, jetzt im Nachhinein, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und insofern ist es jetzt auch notwendig, die Diskussion zu führen und eventuell, sei es über Verwaltungshandeln oder über eine entsprechende gesetzliche Novellierung, das auch noch einmal nachzuschärfen. Es ist klar, dass in der Corona-Pandemie zu Beginn im März, ich erinnere noch einmal, wie die Stimmung insgesamt da war, da hatten wir ja auch nur eine eintägige Sitzung hier, dass wir alle große Ängste hatten, dass sozusagen die parlamentarischen Prozesse und Entscheidungen nicht mehr getroffen werden können. Und angesichts dieser Situation ist diese Gesetzesnovellierung seinerzeit zustande gekommen, in aller Eile. So. Und jetzt deswegen, wir haben, also ich will das nur abschließen an der Stelle zum § 51a, gab es ja zwischenzeitlich auch eine Verwaltungsgerichtsentscheidung im Landkreis Darmstadt-Dieburg, dass es eben nicht geht, sozusagen einfach das an den Haupt- und Finanzausschuss zu übertragen, noch dazu Angelegenheiten, die weiter sind. Und all das muss natürlich auch in der konkreten Arbeit berücksichtigt werden bis zu den Kommunalwahlen. Jetzt sagt die SPD, und das ist genau der Punkt, und deswegen habe ich meinen Vorredner überhaupt nicht verstanden, die sagt, na ja, wir haben im Gesetz beschlossen, dass entweder der 1. November oder das dann verlagert wird auf den 14. März, den Wahltermin, und nichts dazwischen. Und tatsächlich ist das auch so, weil der Hinweis sowohl von Herrn Bauer, ja, wo er sagt, wir haben zu § 150 beschlossen, nicht vor dem 1. November 2020, da muss man natürlich auch den gesamten Gesetzentwurf lesen. Und dann lese ich Ihnen einmal vor, was Sie sozusagen als Lösung, und das ist ja sozusagen, das ist ja mitbeschlossener Teil der Begründung, ja? Dann müssen wir, was hier beschlossen wurde. Da heißt es in der Ziffer 2, sozusagen unter der Ziffer Lösung, also zu im Gesetzesvorspann, in einer Abwägung der betroffenen Rechtsgüter wird der früheste Termin für die Durchführung der Bürgermeisterwahlen im Zeitraum vom 1. April bis Oktober 2020 gesetzlich auf den 1. November 2020 bestimmt. Soweit noch d'accord. Angesichts der Nähe der allgemeinen Kommunalwahl am voraussichtlich 14. März 2021 können die zuständigen kommunalen Vertretungskörperschaften auch beschließen, dass die Wahl des Bürgermeisters ausnahmsweise erst gemeinsam mit der allgemeinen Kommunalwahl erfolgt. Also, das heißt doch, hier ist doch ausgesagt, entweder 1. November oder wenn ihr nicht, naja, ja, die können das beschließen, machen es am 1. November oder sie machen es am 14. März. Und das, was die SPD will, ist doch berechtigt zu sagen, dann lass uns doch auch zwischen diesem Zeitraum wählen. Und deswegen ist das auch berechtigt und deswegen ist das auch richtig und wir unterstützen dieses Anliegen.